Heute gibt es wieder Favoriten. Ich habe euch 11 Favoriten diesmal. Normalerweise gibt es immer 10, aber ich konnte mich nicht auf 10 begrenzen. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco. Heute gibt es von mir 11 Favoriten, normalerweise immer 10. Aber irgendwie, eine Sache fällt bei mir immer hinten runter und ich denke mir jedes Mal, mach's nächstes Mal. Aber ich mach's nicht nächstes Mal. Und jetzt werde ich es euch endlich mal zeigen. Und zwar ist das der Podcast von The Changeman. Und der fängt eigentlich immer gleich an. Ich habe mir jetzt eins rausgesucht, habe ich noch nicht angehört. Herzlich willkommen zu Die Liebe ohne Selfies. Wir reden heute über Reisen und Arbeit und so fängt das Ganze immer an und er hat immer einen Gesprächspartner mit dabei, also der ist nie alleine. Und der Changeman, den kennt man einfach, der hat einfach so drauf. Das ist ein super guter YouTuber. Eigentlich wird dieses Wort YouTuber ihm nicht gerecht, muss man an der Stelle wirklich sagen. Der hat auch dieses Jahr die goldene Kamera digital gewonnen, nicht ohne Grund, weil er einfach großartige Sachen macht. Der hat das Ganze ja studiert, also das Filme machen, und steckt jetzt wahrscheinlich gerade wieder in irgendwelchen Produktionen fest, dass der Podcast gerade nicht weitergeht. Aber durch das, dass ich den nie regelmäßig gehört habe, habe ich etliche Folgen, die ich nachhören kann. Und diese Gespräche, die werden einfach ja nie alt. Also es sind hauptsächlich YouTuber oder eben Leute, die auf Twitter sehr aktiv sind, die man jetzt nicht so kennt, die eben Geschichten haben, die manchmal auch sehr erschütternd sind. So spricht er in einer Folge zum Beispiel mit einem Mädel, das vergewaltigt wurde und welche Auswirkungen das eben auf sie hatte. Und das, also, Ich war wie gefesselt. Ich höre Podcasts meistens immer, wenn ich in der Badewanne sitze. Und da passt es einfach am allerbesten. Und ich habe echt gedacht, wow, ich habe diese ganze Folge durchgehört. Und das ist eben so, du hast das Gefühl, wie als wenn du in einem Gespräch sitzen würdest. Ja, es hat sowas sehr Vertrauliches. How to get away with murder. Also ich habe mir vor 2 Jahren einen Netflix-Account gemacht. Und da habe ich alles nachgeholt, so was man so nachholen kann. Und How to Get Away with Murder ist immer übrig geblieben. Frag mich nicht warum, aber da habe ich mir immer gesagt, so, ja, nee. Und Viola Davis, die die Hauptrolle spielt, die Emily, also richtig gut, richtig gut. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber in der ersten Staffel passiert etwas in den ersten Folgen, was ausschlaggebend ist für den ganzen Rest. Und sie ist Jura-Professorin und unterrichtet und sucht eben gerade bei den Neulingen wieder Studenten, die mit ihr Fälle bearbeiten. Und wie giftig dieses Verhältnis zueinander ist, das kommt halt, wie gesagt, in der kompletten Serie. Kommt es halt, wird es gut dargelegt. Die Folgen sind so aufgebaut, also am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, aber dann bin ich sehr schnell reingekommen und die Folgen sind so aufgebaut, dass du immer mit einer Frage allein gelassen wirst und du denkst dir dann, komm, jetzt guckst du noch eine Folge, oh Gott, ich muss noch eine gucken. Kann ich das morgen angucken? So, das ist sowas von spannend und die hat mich so fertig gemacht, die Serie. Ich habe nicht alle Staffeln angeguckt, eine ist noch übrig, die gibt es im Moment noch nicht auf Netflix. Man könnte sie sich jetzt auf Microsoft kaufen, mache ich aber nicht, ich warte erstmal. Also ich vermute mal, dass die in einem Jahr ungefähr so draußen ist, dann habe ich da wieder was, was ich angucken kann. Die Schauspielerin ist wirklich großartig. Die zeigt gerade am Anfang, dass sie einfach auch nur eine Frau ist und sich aufhübscht. Gerade bei Dunkelhäutigen ist es ja so, dass die oftmals Perücken tragen und sie setzt da ihre Perücke ab, sie setzt ihre Wimpern, ihre Falschen ab, sie schminkt sich ab und ist eigentlich wie jedermann so. Und das fand ich einfach auch großartig. Gut, das wird so am Ende nicht mehr gezeigt. Außer als sie eben im Gefängnis sitzt, da ist es dann auch wieder so die nackte Wahrheit sozusagen.
Die Frau hat nicht ohne Grund, ich glaube, eine Emmy hat sie gewonnen, nicht ohne Grund. Die spielt diese Rolle von dieser Annalie so toll. Also ich kann euch die Serie einfach nur empfehlen. Sie ist nicht nagelneu. Wie gesagt, ich musste das jetzt nachholen, aber die ist so spannend. Vor kurzem habe ich die Serie angeschaut. Rising Dion ist so der Hammer. Die ist erst vor kurzem auf Netflix rausgekommen und ist genau das, was ich liebe. Dion ist ein kleiner Junge, der in der Serie feststellt, dass er Superkräfte hat und das gar nicht glauben kann. Auf einmal verschwindet er, materialisiert sich direkt auf der Straße wieder und es kommt gerade ein Auto. Also es passiert ständig irgendwas Übles, bis er seine Kräfte so einigermaßen im Griff hat. Und es ist eben ja nur ein kleiner Junge. Und das Ganze passiert halt deswegen, weil der Vater in Island war und sich die Polarlichter angeguckt hat. Und bei den Polarlichtern ist anscheinend was passiert, dass alle, die da zugeguckt haben, Superkräfte haben. Und ja, und er hat es halt an seinen Sohn weitervererbt. Und man sieht einmal in der Serie, wie er im Auto fährt und auf einmal seine Hände so durchsichtig werden und er das Lenkrad nicht mehr anfassen kann. Ich finde, das ist so toll gemacht. Ich liebe halt sowas, ne? Also man muss natürlich schon einen Hang dazu haben, aber dieser kleine Junge, der ist so toll. Und in der Serie wird einfach auch richtig gute Mucke gespielt. Das muss man an der Stelle auch sagen. Die Mutter ist Tänzerin, hat aber ihren Beruf sozusagen aufgegeben. Und was da jetzt genau ist, das erfährt man, glaube ich, erst in der zweiten Staffel. Eine zweite Staffel ist geplant. Es gibt auch ein offenes Ende und wir beten, dass das nicht einfach wieder irgendwie abgesetzt wird. Ich glaube, Rising Dion ist so ein bisschen das Ergebnis dafür, weil die ganzen Marvel-Sachen ja jetzt bei Netflix nicht mehr sind, dass Netflix was Eigenes machen wollte und oh, das ist so toll, ohne Witz. Ich kann es echt empfehlen, guckt es euch an. Das ist wirklich so Unterhaltung, wo man jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich aufpassen muss, aber man muss eben diesen Hang dazu haben, Superhelden zu mögen. Machen wir mit dem Thema Essen weiter. Dieses Thema findet übrigens auf meinem Zweitkanal statt, Minimalistisch Intuitiv Vegan. Werde ich dir unters i legen. Da gibt es alles ums Thema Gesundheit, Ernährung, Minimalismus und so weiter. Und ich habe die am Anfang echt gehasst, muss ich sagen. Also als ich noch so Seitan gegessen habe, so ein normaler Seitan, der ist schon ein bisschen fester und der ist halt schon, das ist halt schon ziemlich weich. Seitan kaufe ich schon länger nicht mehr, aber das soll jetzt nichts heißen, weil ich kaufe die Dosen inzwischen regelmäßig. Das ist vegane Ente. Überhaupt nicht gesund. Mal von diesem Faktor, dass es eben reines Gluten ist, ist auch noch Geschmacksverstärker drin. Aber es schmeckt so gut. Und es ist richtig fettig eigentlich. Ja. Irgendwie wird das in Fett auch noch frittiert und alles Mögliche. Ich kann das einfach echt nur empfehlen. Und zwar eine Suppe davon zu machen. Nicht mehr irgendwie, wenn du so ein Pfannengericht machen möchtest, dann kauf dir lieber einen Seitan. Hast du mehr davon, weil das ist so ein bisschen zäher. Weil das ist ja schon einigermaßen weich. Weil es ja auch in so einer Lake drin rumschwimmt. Aber für Suppe kann ich dir das echt empfehlen. Schmeckt richtig, richtig gut. Wenn man dann so ein bisschen süß-saure Soße dann auch macht. Ich mache meistens immer Essig und Räucherpaprika dann in meine Suppe rein. Dann schmeckt es einfach großartig. Und gerade in Verbindung dann mit Nudeln und so. I like it. Absolut. Also wer sich immer gedacht hat, ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Suppe. Funktioniert unwahrscheinlich gut. Auf den Saft bin ich gekommen, weil ich die Flasche brauchte. Also ich habe mir den ersten gekauft, nur weil ich eben eine Flasche brauchte, um im Unverpacktladen Essig einzukaufen. Es ist gar nicht so einfach, so Flaschen zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade beim Essig möchte ich jetzt nicht den großen die große Öffnung haben, sondern eine kleinere. Und möchte natürlich schon auch einen Saft kaufen, der einigermaßen gut schmeckt. Bei Kaufland gibt es inzwischen Demeter, das glaube ich schon seit einem Jahr jetzt grob. Und das ist ein Demeter-Saft, der ist einfach so gut, aber auch teuer, kostet über 3 Euro. Aber der schmeckt so gut. Probiert den mal aus. Also ich gönne mir den ab und zu,
Weil der ist einfach so richtig schön sanft. Man schmeckt die Banane so ein bisschen raus. Kann ich echt empfehlen. Ist zwar wirklich ein bisschen pricey, aber ab und zu sich mal was gönnen ist auch in Ordnung. Ich habe von einer lieben Abonnentin hier eine Soul Bottle bekommen. Die Geschichte ist die, falls du es nicht mitgekriegt hast, habe ich ja alles auf meinem Zweitkanal thematisiert. Ich habe mir selber eine gekauft und war echt happy. Das war so eine Qualle und so. Sah echt super aus. Und ich habe sie binnen 24 Stunden kaputt geschmissen. Ich bin so ein Tollpatsch, was sowas betrifft. Und jetzt auf die habe ich echt super aufgepasst. Ich bin bei meinen Flaschen, bin ich echt, ja, sehr speziell. Aus einer Metallflasche möchte ich kein Wasser trinken, da trinke ich immer nur Schorle. Und aus der Flasche wird ausschließlich Wasser getrunken. Und die habe ich einfach immer bei mir rumstehen, weil zum einen trinke ich einfach im Winter, Herbst, Winter zu wenig. Und das erinnert mich immer so ein bisschen daran, mehr zu trinken. Das ist jetzt eine im Schiff, die sieht man jetzt nicht so richtig, weil dieses Outfit so ein bisschen feiner auf der Flasche ist. Aber es passt ganz gut. Ich wohne ja am Bodensee. Und nochmal vielen, vielen Dank. Seit ich die Flasche ist die konstant nur in Verwendung. Also es gab keinen einzigen Tag, wo ich sie mal nicht verwendet habe. Und so soll es irgendwie auch sein, also Dinge zu kaufen oder zu besitzen, die man einfach auch schätzt und einfach regelmäßig auch verwendet. Ja, die wollte ich schon länger zeigen. Und zwar sind das meine grauen Stoffschuhe. Du kennst vielleicht meine Videos, wo ich die Secondhand-Lookbooks mache. Ist mir wichtig. Ich möchte nicht zeigen, wie super modisch ich doch bin, sondern einfach, dass man sich auch anziehen kann, nur mit Secondhand-Kleidung. Die habe ich vom Flohmarkt. Für 3 Euro oder 2, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die gar nicht geplant. Ich hätte sie nicht gebraucht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber die sind so dreckig, die will ich gar nicht so genau in die Kamera zeigen. Muss ich echt mal in die Waschmaschine schmeißen, mal gucken, ob das funktioniert. Grandios. Und für 3 Euro oder 2, ich weiß es nicht mehr, was sie genau gekostet haben. Der Pulli ist übrigens auch von dem Tag. Es gibt manchmal Tage, da finde ich gar nichts auf dem Flohmarkt. Und dann geht schon los, wenn du am Anfang schon in den Flohmarkt reingehst, wenn du schon die ersten Sachen findest. Und ich habe echt an dem Tag mein ganzes Geld ausgegeben und konnte nicht komplett durchlaufen. Kann ich mich nur gut dran erinnern. Also die Schuhe waren da mit dabei und die feiere ich einfach total, weil sie echt bequem sind. Mein liebstes ätherisches Öl seit jeher. Mandarine ist so toll. Danach kommt bei mir gleich Zitrone, aber Mandarine. Das ist jetzt von der Linie von Tawazes, die ist ausgelaufen. Die heißen jetzt Baldini, die Düfte. Das habe ich mir jetzt noch in der Apotheke geholt. Die hatten noch welche. Ist natürlich schon teurer mit 10 Euro, aber ich kann euch wirklich empfehlen, bei solchen Sachen Bio-Produkte zu kaufen. Und das ist Tawazes Demeter. Oder waren das nur Bio? Ich glaube, das waren nur Bio. Jetzt sind sie Demeter, genau. Und Mandarine gibt es bei Tauoasis einmal zum Einnehmen. Das muss getrennt voneinander verkauft werden. Dann gibt es Mandarine wie das hier, wo du nur in die Duftlampe tun kannst. Ich kann dir empfehlen, wenn du eh vorhast, ein ätherisches Öl einzunehmen, um da eben auch die positiven Wirkungen eben im Körper zu erzielen, kauft ihr das zum Einnehmen. Aber nicht das oder das Normale kaufen und dann einnehmen. Das ist nämlich, solltest du nicht tun. Ist in Deutschland voneinander getrennt und das möchte ich dir natürlich dann auch nicht empfehlen, ganz klar. Das ist einfach der Hammer. Ich muss echt aufpassen, dass ich das nicht in Windeseile leer mache. Wobei das natürlich wichtig ist, wenn du die ätherische Öle kaufst, solltest du die eben auch verbrauchen, weil so ein ätherisches Öl eben auch kippen kann. Ich bin vor kurzem von Tauoasis überrascht worden. Da habe ich ein komplettes Päckchen bekommen. Einfach so, manchmal ist es so und das finde ich am allerbesten, dass die Firmen erstmal bei mir anfragen, weil ich bin, was sowas betrifft, echt picky. Und Tauoasis. Irgendwas haben sie von mir gesehen. Ich glaube, einen Instagram-Post. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich danach so ein Päckchen bekommen. Und das hier ist Aprikosenkernöl. Boah,
auch in Demeter-Qualität, zertifizierte Naturkosmetik, da ist es. Und das ist der Hammer. Das Zeug ist echt der Hammer. Also, ich habe bis jetzt mit keinem Öl diese Wirkung erzielt. Bei Aprikosenkernöl funktioniert es ohne weiteres. Und zwar kriege ich so eine richtig weiche Haut davon. Dieses Öl zieht ein, wenn man immer hört Öl. Nicht jedes Öl ist gleich fettig und das ist relativ leicht. Das verwende ich auch in den Händen. Ich habe keine Handcreme mehr. Wenn ich trockene Hände habe, gebe ich 2 Tropfen in die Hände ein. Du hast keine öligen Finger. Das ist so der Hammer. Und ich werde natürlich über das Öl noch ein Video machen. Also ich habe ja eine Reihe mit natürlichen Ölen. Ich habe bis jetzt erst 2 Videos, Reihe ist gut. Aber ich werde euch mal den Ordner und das i packen. Und da werde ich das natürlich noch ein bisschen deutlicher vorstellen. Weil das ist echt super. Aber denkt auch hier dran, kauft euch nicht zu viele Öle und braucht sie dann nicht auf. Sondern überlegt dir genau, für was du diese Öle benutzen möchtest und brauchst sie dann auf. Das ist jetzt natürlich ungeplant zu mir gekommen, das werde ich dir jetzt gleich zeigen, weil ich eben andere Öle schon in Verwendung habe. Und zwar zeige ich das jetzt als eins, denn ich verwende es zusammen und zwar mache ich die Ölreinigung. Und zu der Ölreinigung werde ich ebenfalls noch ein Video machen, aber ich wollte nicht gleich ein Video machen. Ich verwende das jetzt vielleicht 2 Wochen. Man muss immer so grob, wenn man für die Haut Dinge ausprobiert, grob 4 Wochen rechnen. Dann hat man eben so die Auswirkung, was so ein Produkt auf der Haut hat und nicht gleich am Anfang. Wenn ihr irgendwelche Influencer seht, die ständig irgendwelche Sachen probieren, das ist unrealistisch. Ja, also man muss schon eine Weile lang probiert haben und davon habe ich schon eine Flasche leer gemacht. Die ist aber in Verwendung, also ich habe eine Leerflasche gekauft, wo ich Rizinusöl und Mandelöl vermischt habe. Zu nicht gleichen Teilen 30% Rizinusöl und der Rest Mandelöl. Und wie ich schon erwähnt, dazu mache ich ein Video. Und damit reinige ich meine Haut und das funktioniert so gut. Ich habe ja mit Rizinusöl schon meine Erfahrungen, das siehst du unter dem i, gibt es ein Video zu Rizinusöl. Und Mandelöl verwende ich gleichzeitig auch auf meiner Kopfhaut. Ich habe die Pille abgesetzt, die Videos gibt es auf meinem Zweitkanal, den findest du ja auch unter dem i. Und das hatte bei mir die Auswirkung, dass meine Haare so abartig fetten. Und dann hatte ich auf einmal eine Pilzinfektion auf dem Kopf. Da musste ich dann ein bisschen schärfere Mittel von der Apotheke verwenden, weil ich bin nicht mehr Herr der Lage geworden. Das hatte dann zur Auswirkung, dass ich natürlich eine feuchtigkeitsarme Haut auf dem Kopf bekommen habe. Und wenn du eine trockene Haut hast, dann fettet es umso mehr nach. Und das ist natürlich auch das Ding, warum ich die Ölreinigung im Gesicht mache. Und das ist einfach ein sehr gutes Produkt. Kostet 7,50 Euro in der Apotheke, kannst du auch direkt bei Spinnrad bestellen. Früher gab es ja immer noch die Läden, die mochte ich echt gerne. Hier ist natürlich ein Label drauf. Aber das finde ich immer relativ unsinnig, weil ich glaube, Öle sind allgemein vegan. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn das irgendwie anders ist. Mein letztes Thema ist ein festes Shampoo. Und ich habe euch, als ich das gekauft habe, ich habe es nicht umsonst bekommen, ich habe es gekauft und habe danach gefragt. Mit Klar Coco, wenn du auf die Homepage gehst, Klar Seifen, ich werde es dir einfach unten im ersten Kommentar mal verlinken, da guckst du rein. Dann bekommst du 15%. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, aber dieser Rabattcode funktioniert auf jeden Fall. Und es gibt bei Klar Seifen gibt es 3 feste Shampoos und die sind relativ groß. Also, da musst du dir schon 100%ig sicher sein. Aber das funktioniert so gut. Da ist diesmal, ich muss meine Haare wegmachen, da ist diesmal kein Sodium-Laurylsulfat dran. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich mit fettigen Haaren Probleme habe. Fettige Haare, kein Sodium-Laurylsulfat verwenden, weil das trocknet zu stark aus. Und immer wenn du deine Haut zu stark austrocknest,
fettet sie umso schneller nach. Also nicht gut. Und da ist ein anderer Inhaltsstoff drin, weiß ich jetzt gerade auch nicht auswendig, Sodium Cocoyl Isetolen, kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist es ein Ersatzstoff. Und dazu werde ich natürlich auch noch ein Video machen. Verwende ich allerdings noch nicht unwahrscheinlich lange, dass ich da jetzt sagen könnte, wow. Also da möchte ich, wie gesagt, auch realistisch sein und euch das so vorstellen, dass ihr natürlich auch was davon habt. Aber ich habe gestern damit, nur mal um zu sagen, meine Ölkur rausgewaschen. Also ich musste halt schon dreimal machen, aber es hat funktioniert. Ja, also es kann richtig gut reinigen. Man hat so ein richtig softes Gefühl. Das ist bei meinen Haaren jetzt nicht so ganz gut, weil dann fetten sie auch unwahrscheinlich schnell. Ich brauche immer so ein bisschen so ein Grip in den Haaren. Aber so ein leicht softes Gefühl, weil eben auch Aloe Vera drin ist. Das Lemongrass riecht man sehr stark raus. Und man hat sehr lange davon. Ich will nicht wissen, wie viele Flaschen Shampoo das sind. Also das ist schon richtig viel. Das sind 100 Gramm. Also es ist bis jetzt die größte... Das größte feste Shampoo, das ich habe, mit 100 Gramm, ja, also wie eine Seife eben. Gerade findet auf meinem Zweitkanal noch der Vlogtober statt. Ich habe im Community-Tab abstimmen lassen, ob man Lust hat darauf. Und daraufhin gab es dann den Vlogtober oder gibt es ihn immer noch bis Ende Oktober, falls du da Bock hast. Da zeige ich auch öfters mal so Experimente. Klare Aussagen zur Kosmetik gibt es hier. Klare Aussagen zur Ernährung gibt es auf meinem Zweitkanal, eben wenn du dich für das Thema Ernährung interessierst, findest du, wie schon erwähnt, unter dem i. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!